Gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Hey da, es geht nach oben! Geschlossen, fertig! Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich! Endlich zu Hause! Gleichmäßiger Druck! Und das war's! Steg runter! Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. So. Damit herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt. Und zwar spielen Corvo, wir dieses Sie Spiel. Wartet. Sie sollten zur Kaiserin gehen. Ja, ist ja gut. Mein Problem ist, ich kann den Namen nicht aussprechen. Deswegen lasse ich es einfach. Sieht ja selbst, wie das Spiel heißt, also. Bis dann. Eigentlich ganz gut. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Technik. Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Mach vor allem keine Experimente. Sokolov hat wieder alles geändert. Wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Er malt hier heute ein Porträt. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann jetzt. Okay, was hast du gemacht? Mal Hallo, Sir. Corvo, du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Okay. Tut mir leid, Emily, aber ich muss deiner Mutter sprechen. Na gut, legen wir los. Dann legen wir mal los. Gut, los geht's. Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Mein Kindermädchen sagt, es gibt viele mehr. Aber ich glaube, sie will mir nur Angst machen. Na, das glaube ich auch. Ja, Schatz. Schätzchen. Na los, mach schon! Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle, und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut! Drücke 10, um in den Schleichmodus zu wechseln. Bleibe dann in Deckung, damit dein Gegner dich nicht sehen und entdecken kann. Können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Eins, zwei, drei, vier... 5, 6, 7, richtig acht, gutes Versteck. 9, 10. Ich komme. Wenn du Q oder E drückst, kannst du hinter Ecken erforschen und die Lage erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden.
Ich finde dich. Wie wär's hier? Ist ja irgendwie schlecht. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Okay. Ich brauche nicht mehr sprinten, Alter, die ist so langsam. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Sollen wir uns heute... Sie empfängt Sie gleich. Ich hoffe, wenn die ganze Zeit so. Hallo, Dienerin. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind... Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ich kann den Typen jetzt schon nicht leiden. Folgen Sie mir, Hauptmann. Wir sollten Sie allein lassen. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Kein Zweifel. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heil. Wo sind die Wachen hin? Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Okay. Drücke linke Maustaste für einen Angriff mit rechts oder rechts für einen Angriff mit links, wenn du eine Waffe oder Kraft bereithältst. Halte SRG links gedrückt, um Sperrtiebe zu blockieren, weil du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist. Emily, komm her! Alter! Komm! Vorsicht! Noch einer! Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal! Nicht schon wieder! Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo.
Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Dishonored. Oder Dishonored. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Gefängnis von Cold Wright. 6 Monate sind vergangen, seit sich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Führung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefangen von Cold Wright verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Ich will mal kurz gucken, wie es mit der Zeit aussieht. 11 Minuten, gut. Das ist ein etwas längeres Projekt. Etwas längeres Video. Dann machen wir weiter. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Nein! Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Essen? Was ist das denn? Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück, wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf Sie zukommt. Ein Freund. Hey, kann ich heute deine Elixierration kaufen? Verzieh dich! Geld. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet. Mit dem Schwert ist in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du Linkstick drückst. Oder du schleißt dich von hinten an und hältst SDRG links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und weniger Weinen zu tun bekommst. Manche Personen, die dir wohlgesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Okay. Sie und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Was? Oh, der Arm ist ab. Also, zu den Waffen, wenn ihr ihn seht.
Fehlt auf die Beine! Verdammt, jemand ist tot! Jetzt hab ich das! Nein, du hast mich nicht. Hä? Der ist armlos. Zack, klettern. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ist das schon? Oh nein. Ich hatte jetzt einer mitgenommen. Keine Sorge, ich finde dich schon. Ich werde dich finden. Habe ich ein bisschen aus Versehen geköpft. Da bist du ja! Zu den Waffen! Stirb! Nimm das! Und tschüss! Ich war's nicht. Bis dann. Zack. Einmal reingucken. Sehe keinen. Dann reiner. Oh, Geld! Hab eins Bombe gefunden, okay. Okay. Teetasse. Warum lassen sie überall Geld liegen? Egal, ich renn einfach mal weiter. So. Eckwolf, du fauler Sack. Hast du im Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Verdammte Hunde selber. Gute Nacht. Hab was gehört? Oh, ich weiß nicht. Attentäter, Hilfe! Für die Wache! Okay, sorry, das war nicht. Das wird ein Festmahl für die Hunde! Still, endlich! Hallo? Zur Beleidigung ist das hier. Ist der wirklich durch das Runterfallen hier einfach gestorben? Jetzt ist es recht. Tschüss. Die
morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung. Haben wir verstanden. Ich will den nicht immer den Kopf. Warum habe ich den Kopf gestellt und da liegt ein Arm? Ist von dem Typen? Nee. Hä? Wieso liegt der ein Arm? Gibt nicht mal Sinn. So. Oh, hat eine Abdeckung. Zeit, Scheiße! Ja, ich will in die Kanalisation. Puh. Okay, das Spiel hat ganz schön viele Überraschungen parat, muss ich dazu sagen. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Caldwell ermöglicht. Wenn du den Fluss Willen Heaven erreichen kannst, wollen sie dir dabei den nächsten Aufgaben helfen. Ich hasse Ratten. Leute hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt. Komm, wenn Sie das lesen, heißt das, unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldwish ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in den Kanalisationen Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieses Tunnels am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Okay. Hält sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Kopf. Hilfe, jetzt will ich erst recht hier raus. Ist hier irgendwo Ratten? Guck mal nicht. Oh. Der geht lieber schwimmen. Tschüss. Gibt dir Sprengfallen, okay. Das muss ich aufpassen. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Zack. Ah.
Kein Rattenfutter dabei. Bitte, 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 bitte. Ah! Okay. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Das ist eine Sprengfalle. Oder? Ja, das war eine Sprengfalle. Oh, was ist denn da unten? Geld. Das war's auch. Da ist auch was. Ist hier noch irgendwas, was werden kann? Ja, hier Flaschen. Hä? Ich gehe da wieder weg. Was ist hier noch? Geld und Vorderrad. Mal alles gebrauchen. Schwimm! Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder soll ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin, eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samu in der Nähe der Abflussrohre, die in den Wehrenhafen führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Okay, was ist hier drin? Wow. Schicke Waffe. Oh, ich habe hier sogar eine Leiste. Schwimm! Ich sagte, schwimm! Da ist eine Sprengfalle, da. Kann man es auch machen? Was ist das für ein Geräusch? Essen. Für den Fall, dass du zu dumm bist und dich zu erinnern, sollst du bei deinem Whisky noch eine Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Jelly. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. Was ist denn toter Weiner? Hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. Halt's Maul. Ja, alles klar, jetzt beginnt er da rein, dafür muss ich sterben. Ist vermutlich auch einer. Komm mal. Selbstschuld.
finde ich komisch. Den jetzt erschießen würde, dann wird der nicht drin. Der landet aber im Wasser. Und er ist auch tot. Okay. Noch essen. So, hast du meinen Pfeil noch? Nee. Weg mit dir. Wie es aussieht, wie er einfach reingefallen ist. Egal, hab's. Oh, da ist eine Leiche. Aha! Bunker doch nicht immer alles. So, geht's hier irgendwo raus? Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Da wäre jetzt beide verschwendet. Geil. Samuel! Hier drüben! Schnell, ich bin ein... Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, alter Mann. Dann los! Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Immer noch keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Egal. Bis dann. Euer Zono. Tschüssi.